Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich die Fairy Box im Schlepptau für den Monat Mai. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen hineinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Die Fairy Box ist eine Box, die 4 bis 6 Beauty-Produkte aus dem Bereich der tierversuchsfreien Naturkosmetik enthält. Wir haben 19,90 € pro Box und pro Monat zuzüglich Versandkosten zu bezahlen. Und ja, unten in der Infobox habe ich dir die auch entsprechend mal verlinkt. Ich bekomme sie in der Kooperation zugeschickt, um sie vorzustellen. Vielen, vielen Dank an das wundervolle Fairy Boxen-Team. Und jetzt bin ich sehr gespannt, was in meinem Geburtstagsmonat in der Box drin enthalten sein wird. Es steht als Motto hier drauf, der Mai ist gekommen. Ich drehe das Video tatsächlich noch im April, aber wenn ihr das Video seht, ist schon Mai. Also hoffe ich, dass da ein bisschen schöneres Wetter ist, weil hier jetzt gerade sich der Himmel sehr zuzieht. Aber gut, wir schauen mal, was die Boxenpacker sich beim Boxenpacken gedacht haben mit dem Motto. Der Mai ist gekommen und es gibt schon viele Blumen und andere Pflanzen, die eine wunderschöne Farbenpracht in den Garten bringen. Zahlreiche Blüten zieren die Äcker, viele Insekten und andere Tiere können davon profitieren. Der Einsatz von Pestiziden macht nicht nur unsere Gesundheit, sondern auch der Natur zu schaffen. Wie ihr vielleicht wisst, ist die Fairy Box Mitglied des Bündnisses für eine enkeltaugliche Landwirtschaft, einem Zusammenschluss aus Biounternehmen und Institutionen aus der ökologischen Land- und Ernährungswirtschaft. Einige Mitglieder werden euch in der einen oder anderen Fairy Box vorstellen. Das Bündnis setzt sich speziell gegen den Einsatz von chemisch-synthetischen Pestiziden ein, welche wir meist tagtäglich zu uns nehmen und nicht nur uns, sondern auch der Natur schaden. Mit der beiliegenden nachhaltigen Shopping Bag, oh, da ist eine Tasche drin, cool, könnt auch ihr euch unter dem Motto Ackergifte, nein danke, für eine blühende und gesunde Zukunft einsetzen. Okay, dann haben wir hier Goodie drin enthalten und Produkte und hier steht, dass wir einen Wert von 61,02 € in der Box haben. Übrigens interessant, wir haben diesen Monat ein rosa Bändchen und nicht, wie wir das so klassisch kennen, dieses blaue, was ja auch in der Farbe von dem Logo hier ist. Ja, das ist schon mal spektakulär und dann schauen wir jetzt mal in die Milchtüte hinein. Zuallererst liegt hier was auf. Oh, gefüllt, ich sag's euch. Keksfreunde, Schoko, Chocolate Biscuits, die sind vegan von der Bolsener Mühle, Demeter, ach interessant. Ein Keks mit viel Liebe für unsere Umwelt, unwiderstehlich lecker, zum Teilen und Genießen. Das finde ich interessant. Komm, wir probieren aber mal einen, oder? Zum Öffnen hier auseinanderziehen. Okay. Dann haben wir so Herzchen hier drin, das ist echt cool. Wirklich lecker. Mmh. Gar nicht so staubtrocken oder so, sondern schon so ein bisschen saftig, ne? Also ich mag die. Cool. Die Schokolade oder der Kakao kommt noch richtig schön raus. Coole Sache. Mmh. Hm. Ach, witzig. Die Produkte sind tatsächlich auch in dieser Tasche hier eingepackt. Mmh. Und von Bergland haben wir hier einen Flyer mit drin. Ach, guck mal. Das finde ich cool, muss ich sagen. Ich mag auch solche Jutebeutel, die habe ich auch immer bei mir im Einsatz. Und hier ist natürlich das Logo ganz groß drauf, ne? Ackergifte, nein danke. Als nächstes, ich habe ja schon ein paar Produkte euch gezeigt, ne? Sodasan, Zitrus und Olive. Milde Pflanzenseife mit Bio-Olivenöl und das schaut sehr, sehr hübsch aus. Ich mag das Design von der Verpackung richtig, richtig gerne. Ich muss aber gestehen, dass Zitrus jetzt leider nicht so mein präferierter Duft ist, weil das halt wirklich schnell nach Reinigungsmitteln schmeckt, vor allem riecht. Es riecht sehr stark nach Zitrus. Sehr, sehr stark. Auch wenn das wunderschön aussieht, ich glaube nicht, dass die bei uns zum Einsatz kommt. Wobei, man könnte auch das damit assoziieren, dass es dann gegebenenfalls zitrusmäßige hier Halsbonbons sind oder so. Vielleicht auch was für die Küche. Ich glaube, als Küchenseife können wir die gut nehmen. Ja. Dann habe ich hier als nächstes drin enthalten von Spike Thermal Sensitiv eine Day Cream Light mit beruhigendem Calendula-Extrakt oder Calendula-Extrakt, das ist die Ringelblume. Ja, Cosmos Natural, zertifiziert 50 ml. Ach, guck mal, hier steht sogar auch noch auf Deutsch drauf.
Mag ich sehr gerne. Auch so leichte Texturen passen jetzt natürlich so in den Frühling, in den Sommer rein. Und deswegen finde ich das schön. Das ist Naturkosmetik. Spike sagt mir auch irgendwas. Habe ich irgendwo auch schon mal Produkte von gesehen. Ja, und die Ringelblume finde ich jetzt ja auch aktuell sowieso in den ganzen Babyprodukten ständig wieder, ne? Eine sehr, sehr coole Geschichte. Da habe ich tatsächlich auch Bock drauf, das wirklich mal auszuprobieren. So in der Tube beruhigende, Pflegefeuchtigkeit spendende, mattierende Tagescreme mit der Kraft des kieselsäurehaltigen Thermalwassers aus Schlangenbad. Das scheint irgendein Ort zu sein. Die zarte Textur mit feinfruchtigem Duft und hochaktivem Wirkkomplex enthält konzentrierten Algenextrakt zur Optimierung der Hautbalance, feuchtigkeitsspendendes Bio-Aloe, Vera-Gel und beruhigenden Bio-Calendula-Extrakt. Die leichte Tagescreme unterstützt die Verfeinerung des Hautbildes. Auch für sensible Haut geeignet. Jedes Spike-Produkt enthält den einzigartigen Extrakt der hochalpinen Spike-Pflanze aus kontrolliert biologischer Wildsammlung. Interessant. Finde ich wirklich super cool. Und dann habe ich hier noch, wow, drei Produkte drin. Einmal von Bergland, da hatten wir ja auch hier die Werbung am Start. Das ist eine Augencreme Beauty Aging mit Hyaluron und Sanddorn und Kürbis und probiotisch. 15 Milliliter haben wir hier drin. Augencreme finde ich auch immer sehr, sehr wichtig. Also scheiden sich die Geister. Ich liebe Augencreme. Ich merke auch, dass meine unteren Augenpartie und auch der oberen Augenpartie das sehr gut bekommt, wenn ich dann auch mal eine extra Portion Pflege drauf packe. Hier haben wir dann die Verpackung. Das ist ab Öffnung nur 3 Monate haltbar. Da muss man dann ein bisschen aufpassen, aber das ist halt oft bei Naturkosmetik der Fall. Da muss man einfach immer so ein Auge drauf haben, dass wenn man da Produkte wirklich anfängt zu verwenden, dass man die dann auch bis zum Ende verwendet und dann nicht irgendwie halb leer in den Schrank stellt und dann das nächste beginnt oder so. Als vorletztes habe ich hier etwas, und zwar ein Lip Liner von Boho Cosmetics. Das ist ja schön. In der Farbe 04 Bois de Rose. Das ist ja eine schöne, schöne, schöne Sache. Lip Liner finde ich total cool. In so einer Box drin, ne? Ein sehr schöner Ton. Oh, der ist sehr hart. Sehr, sehr hart. Au. Der muss ich wahrscheinlich noch ein bisschen eingrooven, ne? Weil ich, kann euch das mal zeigen. Das muss ich noch eingrooven. Auf der einen Stelle bin ich ein bisschen intensiver mal so drüber gerubbelt und bei den anderen so streifenmäßig halt, ne, dass ich dann so drüber gestriffen habe. Und hier hat sich dann auch ein bisschen was gelöst. Also der muss sich wohl noch einfahren, weil sowas Hartes auf den Lippen ist jetzt nicht so genial, ne? Aber ja, packe ich auf jeden Fall in meine, muss ich noch ausprobieren, Liga. Und passend dazu, das finde ich sehr schön, haben wir von Kia Charlotta oder Carlotta ein Vegan Lipstick Problem Solver Light Neutral Pink ist da die Farbe. Schaut so aus und der dürfte dann natürlich passend dazu sein. Und das ist natürlich eine sehr schöne, tragbare Farbe, ne? Das ist jetzt nicht irgendwie so ein Lila oder ein Knallerot, sondern das ist wirklich eine alltagskonforme Farbe. Ich weiß jetzt nicht. Nee, den hatte ich noch nicht, oder? Weil ich hatte schon öfters von Kia Carlotta mal Lipsticks irgendwo drin. Boah, das passt echt wie Poppes auf einmal dazu. Das finde ich cool. Hier sehen wir dann auch den Lippenstift. Das finde ich wirklich, wirklich gut überlegt. Also da, liebe Fairybox, hat sich jemand ernsthaft Gedanken gemacht. Und das finde ich klasse. Und das war jetzt hier die Box. 2, 4, 5 Beauty-Produkte. Die Tasche haben wir mit dabei und wir haben die Kekse. Also das ist endlich wieder eine Fairybox, wo ich sage, mega geil. Fetter Daumen nach oben von meiner Seite. Denn die letzten Boxen waren so, wo ich gesagt habe, ne, könnte mal wieder besser werden. Und in meinem Geburtstagsmonat haben die sich gedacht, ja, machen wir. Finde ich genial. Ihr Lieben, schreibt mir auch gerne mal eure Meinung in die Kommentare. Und ich finde auch, dass 61 Euro hier als Warenwert ziemlich cool sind. Man spart damit ja ein Drittel, nein, zwei Drittel. Also man zahlt nur ein Drittel und das finde ich ziemlich cool. Wie gesagt, gerne eure Meinung in die Kommentare und wenn es dir hier gefallen hat, lass mir super gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings der Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich super gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.